dass wir jetzt endlich mal Dirk haben. Es ist ja. Hallo. Und willkommen zurück zur Black Widow Challenge. Das letzte Gala-Abendessen steht an. Oh mein Gott, die Challenge geht zu Ende. Jelena ist jetzt offiziell eine Seniorin. Heißt, ab nächsten Tag gibt es dann Minuspunkte für die Challenge. Aber es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, dass wir nicht so viele Minuspunkte sammeln. Wir werden nicht so viele Minuspunkte sammeln, weil wir die Challenge bald abgeschlossen haben. Dirk wird auf jeden Fall bald sterben. Aber ich freue mich sehr. Ich freue mich einfach sehr, dass wir die Challenge so gut gemeistert haben. Und guckt euch einfach an, wie viele Kinder wir haben. Pah, 100 Baby Challenge in Black Widow Challenge ein bisschen untergebracht. Aber egal, wir haben ja einen Butler, der sich total gut drum kümmert. Drum vor allem. Auch drum. Überhaupt nicht. Aber gut, wir haben heute den Plan, das Gala-Abendessen zu bestehen. Ich hoffe auf Gold. Also ich gebe alles dafür, dass das letzte Gala-Abendessen auf Gold ist. Und dass Jelena die Mixenfähigkeit Level 10 hat. Und wir brauchen noch Insekten, dass die ein bestimmtes Sekret, das hört sich eklig an, aber ist auch eklig bestimmt, absondern, damit wir das für die letzte Todesart haben. Das ist alles geplant. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber Gala-Abendessen wäre schon nice, wenn wir das schaffen würden. Wir haben Wochenende, heißt, naja, die Kinder. Lucifer würde ja sonst nur zur Schule gehen, aber er muss jetzt nicht zur Schule gehen. Er kann jetzt ja weiter schlafen. Wie sieht es bei euch allen eigentlich aus? Also ihr schlaft alle, das finde ich nice. Jelena, okay, du gehst jetzt mal kurz auf Toilette. Dann kannst du ja zumindest noch ein bisschen weiter schlafen. Sehr gut, Dirk. Du kannst dich jetzt ständig drum kümmern, weil wir haben mit Jelena ein bisschen was anderes vor. Die kann auch kein Techtelmechtel mit dir haben, weil ich möchte nicht, dass sie stirbt. Ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Das ist mir wichtiger. Dirk, was hältst du davon, wenn du für Jelena schon mal was essen machen würdest? Mittagessen servieren, Gartensalat, mach das doch mal bitte, Dirk. Also, dass wir jetzt endlich mal Dirk haben. Es ist ja. Hallo. Finde ich ja richtig heftig. Ich freue mich einfach, dass wir jetzt Dirk hier haben und Dirk wird der Letzte werden. Das letzte Opfer. So, Jelena, ein Kind schreit. So, dann kannst du das andere Kind noch und dann kannst du ja noch runtergehen und was zu essen dann. Mit dem schönen Gartensalat, den hier Dirk macht. Was ist denn das für eine Musik? Wir machen das einfach aus, was auch immer das war gerade. Weg damit. Dirk! Willst du mich verarschen hier? Ausschalten. So, Jelena, du kannst ja dann mal hier rausgehen. Bombardierkäfer ansehen. Nee, wir müssen nur Käfer ansehen. Dann mach das mal bitte. Pflege mal die bitte. Genau, geh mal hin. Pflege die bitte. Ich hab euch... Also, ihr wisst das vielleicht nicht, aber ich bin kein Insektenfreund. Ich finde Insekten sehr schrecklich. Ich mag die gar nicht. Nee, ich gehe nach unten. Kind schreien, ist mir egal. Gut, du kommst mal hierher und schaust dir bitte mal einen Comedies-Kanal an, damit du ein bisschen Spaß hast. 2 seconds later. Ja, hast du genug Spaß. Jetzt geht's wieder raus. Weil du hast das Mixen Level 8,5. Heißt, wir haben nicht mehr so viel. So, mein Lieber, wie geht es dir eigentlich? Du kannst ja dann noch Hausaufgaben machen, beziehungsweise du hast echt keinen Spaß, ne? Sonst kannst du ja mal hier hingehen und ein bisschen experimentieren, Lucifer. Was hältst du davon? Ich halte sehr viel davon. So, wie sehen die Insekten aus? Machen die irgendwas? Nein. Guck mal, Käferklumpen brauchen wir. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir das jetzt schon gemacht haben. Gott, überall Musik. Was ist denn mit euch los? So musikalisch. Feuer? Hallo? Hast du da was gemacht? Lucifer! Ach, Lucifer. Komm hierher und lösch das bitte.
Nee, Feuerwehr brauchen wir nicht mehr. Dirk hat es einfach schon geschafft. Du brauchst nirgendwo hin mehr. Auch Jelena, kommst du bitte wieder hier hin? Es brennt nicht mehr. Komm bitte hier raus. Komm bitte hier hin. So, und Lucifer. Lucifer, es brennt nicht mehr. Dirk hat's geschafft. Okay. Du, ihr wisst schon, was er tut, ne? Was? Es brennt immer noch? Hey, Dirk, was hast du denn? Dirk, komm bitte hierher. Und du gehst... Geh mal bitte hier hin. Verbrenn dich, Mephisto. Und Dirk, warum? Ich ruf gleich wieder die Feuerwehr. Du bist genauso unnütz wie die Feuerwehr, ganz ehrlich. Ist jetzt alles gebracht? Okay, es ist anscheinend durch. Gut, Lucifer, du musst jetzt weiter experimentieren. Das geht ja nicht. Und du kümmerst dich bitte um diese ganzen schreienden Babys hier. Mein Gott. So, mach das mal bitte. Und du, genau, experimentierst ein bisschen. Du kannst ein bisschen was essen. Nimm mal was. Du nimmst was. So. Was mit dir? Warum? Guck mal, da steht ein Salat. Warum nimmst du nicht einfach den Salat? Warum seid ihr denn alle so komisch? Und du machst Getränke mixen ihm so. Bitte. Bitte, bitte macht mal. Warum machst du nicht weiter? Hallo? Weiß ganz genau, was ich dir gesagt habe, ne? Ja, nicht nach oben gehen. Mann, Jelena. Jelena. Dann schlaf jetzt einfach mal. Dann kannst du bitte dein Mephisto... Ach nee, das ist ja nicht dein Sohn. Aber nahezu Sohn. Baden bitte. So. So, Dirk, auf geht's. Mephisto baden. Butler, du brauchst nicht hinter Dirk zu stehen. Ganz ehrlich, du brauchst nicht hinter Dirk zu stehen. Du kannst einfach arbeiten. So, meine Liebe, du bist ja die Einzige. Nee, du warst es. Genau, du bist noch die Einzige, die so ein bisschen stinkt. Deswegen kannst du bitte hierher kommen. Und du gibst ihr dann noch ein Bad. So. Warum badest du nicht Lilith, wie ich dir das gesagt habe? Warum bist du so dumm? Hallo? Hallo? Butler, du hast doch wohl gesehen, was ich hier gerade vorhatte, ne? Ich wollte meine Tochter baden und du bist einfach ins Bad gegangen. Diese Sims, die bringen mich nochmal irgendwann um den Verstand, sage ich euch. Gut, du gehst jetzt einfach schlafen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese kleinen Kinder gerade. Du gehst schlafen, bitte. Und du gehst danach auch schlafen, nachdem du gebadet hast. Und dann kannst du gerne... Lucifer, was machst du da? Okay, du bist auch müde. Wie wäre es, wenn du einfach schlafen gehst? So, 8 Uhr morgens, kurz vor 9, beste Schlafenszeit. Okay, Jelena ist wach. Gut, dann kannst du sonst ja schnell füttern und hüpfen und dann kannst du noch was essen und dann geht's los, meine Liebe. Und nimm dir eine Portion, damit du was zu essen hast. Dann kannst du gerne kurz mal duschen oder in Dusche singen. Vielleicht macht dir das ein bisschen mehr Spaß. Warum isst du das nicht? Jelena, du musst jetzt ja wirklich nicht aufräumen. Wir haben das Galaabend ist in einer Stunde und du bist so lahmarschig, ey. Ich dreh durch. Du hast nicht mal Level 9 von Mixen erreicht heute. So wird das nicht. Und alle sind todmüde. Alle gehen gleich schlafen. Gut. Jelena ist ja auch die wichtigste Person, ne? Ja, auf geht's, Leute. Kommt vorbei. Der ganze Haushalt schläft, außer Jelena. Jelena ist wach und Jelena ist ja natürlich die wichtigste Person. Deswegen ist das egal. Sie möchte einen Gartensalat zubereiten. Macht es doch mal. Oh, sie hatte auch das schöne Kleid an. Das funktioniert auch immer, ne? Diese normalen Veranstaltungen, da ziehen sich alle fein an, aber sonst nicht. So, dann lass uns doch mal eine Runde machen mit den Gästen, die so da sind. Björn, Julia, nur eine Tochter, aber egal. So, hat natürlich keinen Bock drauf, ne? Mein Gott, die Kinder. Ihr kümmert euch bitte mal um die Kinder. Gleichzeitig. Das ist ja reizend, ihr. Macht mal bitte auch das Richtige, ne? Danke. Ihr macht das schon. Können wir ja einfach sagen, hier zu essen rufen, wo ist es? Zum Essen rufen, da. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Sehr gut. Dann, möchtest du Gästen danken fürs Kommen? Dann mach das doch mal.
Hast du gemacht? Okay, die Leute essen. Sehr gut. Nachspeise zubereiten. Mein Gott. Ist auch gleich hier so viel von mir, ne? Dann erzählen wir erstmal ein paar Geschichten. Erzähl mal hier eine lustige Geschichte. Dann erzählst du ihr hier eine lustige Geschichte. Und dann erzählst du ihm eine lustige Geschichte. Erzähl mal viel. Kennst du ihn nicht? Wann kennst du ihn nicht? Du hast ihn so oft schon eingeladen. Also es ist... Du kennst ihn eigentlich. Dann erzähl mal weiter lustige Geschichten. Erzählst du bitte? Mann, Jelena. Erzähl bitte eine lustige Geschichte. Warum zählt das nicht mehr? Okay. Du gehst jetzt bitte zu ihr hier. Und erzählst ihr die Lust... Nicht lustiges Geschenk. Nein, nein. Erzählst ihr bitte eine lustige Geschichte. Oder erzählst du das... Okay, sie kommt zu dir. Muss ich mit dir meckern heute, Jelena? Guck mal, wir haben auch nicht mehr so lange. Genau, erzähl die Geschichte zu Ende. Wir schaffen es bestimmt nicht auf Gold. Du hast zu lange gebraucht, um deine doofen Geschichten zu erzählen. Du bist schuld, Jelena. Ich wollte das eigentlich gerne, das letzte Gala-Abendessen auf Gold machen. Aber anscheinend kriege ich das auch nicht hin. Gilt ein Obstsalat als Nachspeise? Ich probiere es einfach. Komm. Ich drehe durch, Dirk! Dirk! Du machst jetzt die... Was wolltest du machen? Kuchen backen. Das wäre ja richtig gewesen, aber das schaffst du auch nicht mehr. Weißt du, was du jetzt machen kannst? Mach bitte Dessert. Bereite das vor. Am besten machst du einen Obstsalat. Wenn das als Dessert gilt, wäre das super, weil der geht auf jeden Fall sehr schnell. Ich dreh durch. Wie viel lange haben wir noch? 49 Minuten, okay. Jelena, du kannst es eigentlich schon alles abhaken hier, ganz ehrlich. Mach mal hier Käferklumpen erstmal sammeln und pflegen bitte. Und Käfer ansiedeln. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es bedeutet ja eigentlich, dass du noch mehr machst. Ein Käferklumpen, sehr gut. So, Dirk, wie sieht's aus? Schaffst du es noch? Schaffst du es noch? 6 Minuten? Nee, so langsam wie du bist. Oh Mann! Letztes Gala-Abendessen noch nicht so gut geworden. Ja. Okay, bye, Leute. Bye, 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 bye. Okay, bye, Leute. Schön, dass ihr alle da wart. Ich habe voll viel Spaß mit euch gehabt. Das letzte Gala-Abendessen war sensationell. Sensationell. Dirk, komm hoch. Du musst dich hier kümmern um deine Kinder. Tia ist da? Warum haben wir einen neuen Butler? Ist unser Butler gestorben? Ohne dass ich es gewusst habe? Ohne dass ich es gemerkt habe? Wo ist unser Butler hin? Okay, die Kinder haben anscheinend Geburtstag. Stimmt das? Oh mein Gott. Wir haben aber nicht genug Betten eigentlich. Naja, sie altern automatisch, würde ich sagen. Auch wenn sie mich echt zu Weißglut gerade bringen, aber... Haben wir noch irgendwas zu essen hier? Guck mal, wir haben hier einen Gartensalat. Kannst du noch mal einen Gartensalat essen? Obstsalat meine ich. Fast dasselbe. Ist das doch mal. So, wie sieht's bei dir aus? Ihr alle habt so krass Hunger. Das ist ja schon schwierig. Haben wir nicht irgendwas da? Guck mal, da ist auch noch ein Obstsalat. Halb gegessen, kannst du essen. Okay, sie tanzt ein bisschen. Sie hatte anscheinend auch eine langweilige Party. Ich kann es verstehen. Gut, Jelena, es reicht. Okay, was machst du denn? Erzähl doch hier, guck mal, geh doch mal zu der Butlerfrau, die auf einmal da ist. Über Party reden, genau. Erzähl doch mal ein bisschen was mit ihr. Über Superhelden reden, knuddeln, sag mal. Geh mal zu ihr hin. Warum bist du eigentlich so dumm, Dirk? Warum bist du so dumm? Du siehst doch, dass die Windeln schmutzig sind. Warum machst du das nicht automatisch? Warum bist du einfach dumm? Jelena, sehr gut. Wir brauchen Level 10 aber. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Kannst du nicht dabei irgendwie Musik hören und ein bisschen mehr Spaß haben? Nee, du hast ja auch gleich aufgehört. Du bist ein bisschen schwierig, Jelena. Außer du kannst natürlich... Kannst du nicht singen üben oder so? Und dann hast du noch ein bisschen mehr Spaß? Sing mal hier ein Lied. Ja, mach das mal. Dirk, deine letzten Stunden sind geschlagen auf jeden Fall. Also nein, du gehst dann bitte nicht nach oben. Du übst weiter Getränke mixen, bitte. Jelena, Konzentration. So, Jelena. Gut, dann sing mal wieder ein Lied. Und dann übst du weiter mixen. Und wenn du immer noch nicht willst, dann singst du wieder was. Wir tricksen dich aus. Du merkst das gar nicht.
Brauchst echt nur noch Fantasie und Bewegung eigentlich. Aber ich glaube, dass wir bei euch Level 5 nicht überall erreichen, ist mir auch komplett egal. Ihr habt heute eh Geburtstag. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden jetzt einfach älter werden lassen. Und die auch älter werden lassen. Dann haben wir zumindest Kinder. Und die nerven nicht so sehr. Und die sind dann Kleinkinder. Die nerven zwar, aber that's life, ne? That's life. Also wir kriegen auch nicht alles hin. Gut, aber ihr Lieben, es ist Zeit, dann einfach älter zu werden, okay? Okay, könnt ihr einfach älter werden? Kann ich euch sagen, hier aus, älter werden? Nee. Dann, Dirk, machst du gleich erstmal hier mit den Kindern, dass die älter werden. So, die nerven mich zu sehr. Und dann backst du bitte einen Kuchen und dann werden die anderen Kinder älter, bitte. So, und dann haben wir zumindest Kinder wieder mehr und die nerven nicht so sehr. Außer Lucifer hat ja auch einen Blödsinn schon gemacht mit dem Feuer. Also, naja, sie nerven halt trotzdem. Asmodi ist älter geworden. Ich finde, er ist heikel. Asmodi, weißt du, was du machen kannst? Schlafen gehen. Und warum kannst du... Was ist denn jetzt? Sila muss noch älter werden. Geh bitte hier hin. Mann. Was machst du denn da? Also klar, dass ihr Sushi Hallo sagen wollt, okay, aber okay? Ich frag schon gar nicht mehr, dass meine Kinder irgendwo langlaufen. Ist okay. Ist einfach alles okay. So, aber Jelena macht zumindest Fortschritte. Das ist ja schon mal herzallerliebst. Heißt, sie hat jetzt noch ungefähr 9,5. Heißt, sie brauchen dann nächstes Mal nur noch ein halbes Level und dann sollte sie es schaffen. Immerhin. Oh, Dirk. Mach mal schneller den Kuchen, ey. Genau. Mach Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann bitte älter werden. Erstmal hier oben und dann die anderen Kinder. So. Weil das ist natürlich Dirk wichtig, aber halt nicht Jelena, dass die Kinder da älter werden und halt einen Geburtstag haben. Sushi! Sushi! Nein! Nein, nein. Auf geht's hier, Leute. Sila ist eine Charmeurin. Gut, dann wird erstmal Lilith zum Kind. Auf geht's. Yay! Lilith! Lilith! Lilith geht hier raus, um älter zu werden. Okay. Okay. Lilith ist auf jeden Fall ein Hitzkopf. Und möchte Kreativität vielleicht. Weil sie natürlich die Folterung der Menschen dann ausprobieren möchte. Ach, Lilith, wie siehst du denn aus? Lilith. So, Lilith, du kannst dann erstmal hier nach oben gehen und schlafen. Erstmal alle schlafen. Du kannst auch schlafen. Alle gehen schlafen. Es wird jetzt Mephisto älter? Ja, er geht auch erstmal nach draußen. Also, Dämonen müssen nach draußen gehen, um älter zu werden. So, Mephisto, du bist ein Spinner. Finde ich einfach. Und du machst Motorik. Motorik. Genau. Danke. Wie siehst du denn aus? Ja, nee, das passt ja gar nicht mehr zu irgendwas hier. Jelena muss jetzt schlafen und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal noch ein Makeover zum Schluss machen für die Kinder, weil die sehen überhaupt nicht so aus, wie ich das haben will. Obwohl, Moment, kann ich schon Käferklumpen einsammeln? Noch nicht. Noch nicht, okay. Nicht, dass ich das vergesse. Ich brauche, glaube ich, 3 Käferklumpen. Dann erstmal modifizieren. Wir geben den ganzen Kids erstmal ein Makeover. Ich muss erstmal mir überlegen, wie ich auch Sila und Asmodi? Ich glaube Asmodi. Genau, Sila und Asmodi machen möchte. Aber erstmal kommen Lilith. Lilith, du siehst gar nicht so aus, wie ich das haben möchte. Du brauchst erstmal rote Haare. Rote Haare oder schwarze Haare? Nee, rote Haare. Ich finde die Frisur eigentlich ganz witzig, weil die mal so ein bisschen anders aussieht. Das finde ich cool. Ziehen wir dich mal entsprechend an. Ich denke schwarz, also eher Gothic-mäßig bei dir. So, das sieht cool aus. Warum denkst du, das ist Abendkleidung, meine Liebe? Was ist das an Abendkleidung? Das ist alles andere als eine Abendkleidung.
Also ich versuche halt Gothic-mäßig. Das Problem ist halt, dass ich nicht so viele Gothic-Sachen halt habe für Kinder. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber wir geben unser Bestes hier. Sehr gut, dann haben wir Lilith ein kleines Makeover gegeben. Also sie trägt vor allem schwarz. Und ich würde gerne sie eher in die Punk-Richtung geben, aber so viele Punk oder Punk, nicht Gothic, meine ich, sorry. Gothic-Richtung, aber so viele Gothic-Sachen habe ich gar nicht. Deswegen bleibt sie so, aber ich finde sie sehr, sehr cool so. Und jetzt kommt natürlich Mephisto, der kommt. Also der sieht einfach gar nicht so aus. Guckt euch das doch mal an. Das geht gar nicht, wie er aussieht. Ach Gott. So, Brille hast du vor allem gar nicht, mein Lieber. Du hast auf jeden Fall dunkle Haare. Ich fand eigentlich diese Haare ganz cool für dich. Da wirken deine Augen auch noch richtig krass so. Ich glaube, die nehmen wir. Auch vor allem dann mit dieser dunklen Haarfarbe. Ich finde das so großartig. Und dich wollte ich ein bisschen auch als eher in die Rock-Richtung. Also Lilith mehr Punk. Punk, mein Gott, ich... Goth, so heißt das. Goth, aber dich eher in die rockige Richtung. Deswegen gucken wir mal, was wir so haben, um das zu unterstreichen. Ja, sehr, sehr cool. Oh mein Gott, er sieht schon so witzig aus. So, so süß. Oh Gott. Ja, eine andere Lederjacke, bitte. Finde ich gut. Das ist ein richtiger Charmeur hier. Guckt euch ihn an, Mephisto. Mephisto und Lilith haben wir jetzt erstellt. Lilith eher Goth. Mephisto eher Rock, beziehungsweise Punk. Also eher Rock. Punk ist er nicht wirklich. Jetzt gehen wir kurz zu den kleinen Kindern. Asmodee. Ja, also ich würde mal nicht so viel von den Haaren abändern. Die finde ich eigentlich ganz schön cute. Ich weiß gar nicht, Asmodee, was ich wirklich mit ihm mache. Wir können ja, weil sie in der Werwolfswelt sind, können wir ihnen so ein bisschen Werwolf-Optik vielleicht geben. Also, dass die, vielleicht werden sie ja, dass vielleicht Asmodee Werwolf wird und Sela wird eine Vampirin oder so, dass wir das so machen, dass sie dann quasi, ich weiß es nicht, ich kenne mich halt so wenig mit Religion aus. Also ich da was vor mir hinstammel. Aber ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, dass wir hier Dämonen haben, die ersten. Also Lucifer ist ja quasi der Teufel. Lilith, Mephisto und Lumiel sind quasi Dämonen. Oder ja, Lilith, ja, sie sagen einfach Dämonen. Lilith als einfach, egal, Details. Und dann haben wir die, dass wir vielleicht die Okkulte reinbringen, weil sie ja auch eigentlich so ein bisschen schwierig sind. Weiß ich nicht, warum schwierig, aber wir sagen einfach schwierig. Dass Asmodee dann ein Werwolf wird und Sela Vampirin. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn wir das so ein bisschen, auch die dunklen Eigenschaften so der Okkulte da noch so ein bisschen reinbringen. Sehr gut, dann haben wir Asmodee. Asmodee wird ein Werwolf auf jeden Fall werden. So. Und dann kommt Sela quasi Vampirin. Die Haare finde ich ein bisschen langweilig. Mach mal andere. Die sind süß. Die sind richtig süß. Vielleicht braun. Ja, finde ich cool. Und dann nehmen wir natürlich wieder schwarz, weil Vampir. Ist klar, ne? Ist klar. Kannst du gerne ein Kleidchen anhaben, weil das ist süß. Das ist dann dein Abendoutfit, auch wenn du das sehr wahrscheinlich nie anhaben wirst. Aber hey, wer weiß. So, dann haben wir so ein kleines Makeover von den ganzen Kindern gemacht. Wir haben echt viele. Das ist Sela. Sela wird später zu einem Vampir werden. Also spätestens als Teenager, aber sie weiß das jetzt schon natürlich. Und Asmodee wird dann zum Werwolf. Coolio! So, meine gute Jelena, warum hast du denn graue Haare? Magst du mir das kurz mal erklären, warum du da graue Haare hast? Machen wir so, ne? Ja. Sehr gut. Dann haben sie ein Makeover bekommen und das bedeutet natürlich, nächste Folge wird dann Finale werden. Bin ich ready? Seid ihr ready? I don't know. So, aber dann würde ich hier auch die Folge belassen. Also es ist,
Ja, das letzte Gala-Abendessen passiert. Unsere Kids sind größer geworden. Wir haben dem ein bisschen Makeover gegeben. Und Jelena steht bei 9,5 im Mixen. Heißt, es ist bald soweit, dass sie das kann. Wir haben bald genug Käferklumpen gesammelt. Und dann wird Dirk wirklich das Zeitliche segnen. Nächstes Mal ist das Finale. Egal, wie lange es dauert. Nächstes Mal ist Finale! Erstmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Zum Finale!